Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light, The Mantis Boarding. Das ist unser Schiff, die IRS Modrige Eichel, und wie ihr an meiner Stimme hört, bin ich immer noch ein bisschen mitgenommen. Ich war mir jetzt noch nicht so absolut sicher, ob ich hier weitermachen soll, aber ich muss ein bisschen was aufnehmen. Wenn ich jetzt gar nichts aufnehme, dann komme ich einfach in Verzug. Also ihr werdet den Part hier ja wahrscheinlich erst ein bisschen später sehen. Wahrscheinlich erst so Mitte Januar, irgendwie so am, keine Ahnung, 18. oder irgendwie sowas. Aber ich muss jetzt trotzdem ein bisschen aufnehmen. Außerdem ist mir gerade langweilig. Ich hocke momentan zu Hause. Und ja, da kann man doch ruhig noch ein bisschen zocken, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder ja, ich würde schon sagen, ne? Also, was machen wir jetzt? Wir können unsere Waffensysteme upgraden. Die brauchen wir aber erstmal auch nicht alle. Ich meine, so hätten wir dann immerhin 8 Punkte, ne? Oder? Ja, sind 8 Punkte in unserem Waffensystem. Dann könnten wir alle Waffen gleichzeitig online haben. Wir können auch das Drohnensystem hochpowern, was wir nicht müssen. Also nicht unbedingt. Ich würde erstmal sagen, wir lassen es mal bei 2 Punkten im Waffensystem. Wichtig ist ja für uns, dass unsere Schiffssubsysteme nicht komplett ausfallen können, wenn wir da mal eine Rakete reinkriegen. Insofern holen wir uns auch noch einen Punkt beim Drohnensystem. Wir holen uns noch die Medbay. Und wir holen uns noch einen Punkt Energie. Und wir holen uns den Teleporter. Den brauchen wir sowieso für die letzte Stage. Aber wir sind ja noch gar nicht durch. Es kommt ja noch was. Es wird hier noch so einiges hier passieren. Wir werden auf jeden Fall noch so viele Boarding-Manöver wie möglich machen. Die Frage ist jetzt, also den Beacon, den werden wir nicht mehr kriegen. Aber wir müssen hier hoch, dann hier runter und dann zum Exit, würde ich sagen. Aber wir können immerhin noch eine Menge Beacons erkunden. Können noch gegen viele Rebellenschiffe kämpfen, etc. Da oben hätten wir sogar noch eine garantierte Schiffsbegegnung. Da müssen wir allerdings 1, 2, da müssen wir... Das wird nicht so einfach, ne? Aber gut, okay, wir machen es trotzdem. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, wir greifen natürlich das Schiff an. So, was hat er da? Fetter Laserbomben. Und der will erstmal zu uns an Bord des Schiffes. Okay. Dann mach das doch mal. So, er geht ins Sauerstoffsystem. Upsala. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell er das schafft, das Ding auseinanderzunehmen. Aber gut, gehen wir mal gerade hin. Nehmen wir den Teleporter nochmal geradeaus. Oh, da war er jetzt aber fix. Da hätte ich jetzt gedacht, da setzt er sich ein bisschen länger zur Wehr. Komischer Kauz, der Bursche. Also gut, Defense Run brauchen wir nicht. Wie schalten wir seine Medbay aus? Sollen wir ihm da eine Rakete reinfetzen? Ich meine, wir haben nur 9 Stück, ne? Also ich würde sagen, wir lassen es erstmal noch. Oh, das war eine Firebomb, interessant. So, jetzt müssen wir aber schnell geheilt sein. Wunderbar. Ne, wir nehmen nur 2 Punkte. Schickst mir den mal hoch in die Schilde. Er hat auch nur eine 1er Medbay, also das... Gut, den haben wir ausgeschaltet. Also ganz ohne ist es halt doch nicht, ne? Okay, pass auf, wir machen so, wir machen mal gerade den Cloak aus. Mach das Ding da mal aus, mach's mal so. Und dann tauschen wir hier mal gerade Plätze. Und dann, welche Systeme greifen wir am besten an? Am besten geht er mal hier runter in den Waffenraum. Er hat momentan eh 0% Evade. Ja, jetzt können wir schon mal die Hermes-Rakete abschießen. Sehr gut. Gehen wir mal direkt wieder hier rüber. Okay, das hat gut geklappt. Ging insgesamt auch sehr fix. So, dann macht den Burschen nochmal kalt. Oh, wir kriegen einen Pike Beam. Das ist ja lustig.
Ja, also es war dann doch, ich würde mal sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass die Gegner doch relativ stark waren, also es waren auch auf jeden Fall auf Expert geskillte Mantis mit einem Gold-Skill, da war es auf jeden Fall angezeigt, ihm da so ein Teil reinzufeuern. Ja, dann fliegen wir hier hin und dann zum Exit, ne? Ah ne, das können wir ja gar nicht. 1, 2, 3. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun, ne? Da sind ein paar Aufgaben dabei. Ah ja, dann fliegen wir jetzt mal hier runter. Aber genug Fuel haben wir noch. So, was hat er jetzt denn wiederum hier? Ich verzichte jetzt mal hier auf meine Rakete. Sondern schicke ihm erstmal hier meine Jungs rüber. Und ich glaube mal hier, meine Kollegen, die sind ein bisschen zäher als er. Gut, da können wir jetzt schon mal die ersten Leute ausschalten. Er hat eine fette Medbay, ne? Wir werden wahrscheinlich einen Killshot brauchen. Ah gut, da war schon mal einer. Ach, scheiße. Das ist doch immer der gleiche Mist. So, ihr müsst jetzt mal gerade Plätze tauschen. Dann sollten wir vielleicht doch ein paar Waffen powern. Ich hätte vorhin einfach besser aufpassen müssen. Komm, die zwei schießen wir automatisch hier drüben hin. Okay, gut, das langt mir eigentlich erstmal schon. Ah gut, wir haben noch einen ausgeschaltet, sehr schön. So, und dann ziehst du ihm jetzt mal hier die Energie aus seiner Medbay am besten. Er hat noch 2 Punkte Power auf seiner Medbay. Seine Schilde haben wir gleich down. Okay. Dann reparierst du jetzt mal gerade hier mein Teil zu Ende. Gut, jetzt kümmern wir uns um seine Waffensysteme. Ah ja, okay, gut, das scheint auch schon funktioniert zu haben. Obwohl, ach komm, wir machen jetzt erstmal die Waffensysteme kalt. Ich will einfach nur keine von diesen fetten Raketen mehr kassieren müssen. Gut, okay. Ach komm, wenn er da so rumpimmelt, dann holen wir mal gerade die Jungs zurück. Kann mein Junge hier schon mal seine Waffenskills, der Steven kann mal seine Waffenskills ein bisschen trainieren. Ich mache mal kurzes Päuschen an der Stelle. Ich muss mir mal die Nase putzen und dann lasse ich meine Jungs mal gerade noch ein bisschen skillen.
Okay, wir sind wieder zurück und mitten im Gefecht und Jonna hat gerade seinen letzten Skill auf Gold gebracht. Damit haben wir die meisten Skill Masteries und ja, Jonne, ich gratuliere dir ganz herzlich. Du wirst in die Ewigkeit eingehen mit dieser Skill Mastery, denn ich glaube nicht, dass es noch irgendeinen gibt, der das toppen könnte. Man hätte natürlich noch Bracken irgendwie benutzen können, um irgendwie noch so ein paar Nahkampf-Skills jetzt hier zu lernen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen überflüssig. Also, schalten wir jetzt mal hier die Burschen aus. Ach so, lass mich mal gerade das Teil da nochmal runterfahren. Wir schießen mal gerade hier auf seine Mad Bay. Ist vielleicht ein bisschen praktischer. Aber das geht jetzt ganz schnell. Und dann können wir uns auch schon mal langsam Richtung Endboss wagen. Da haben wir nochmal 80 Scrap bekommen. Ist eine ganze Menge Zeug. Jetzt mal ab hier rein. Und powern wir mal die Mad Bay nochmal hoch. Super Sache. Den Ionenblaster machen wir nochmal aus. Auto fahren wir gerade auch nochmal aus. Und geben wir mal, keine Ahnung, heben wir mal die Punkte auf. So, dann haben wir alle Schiffssysteme ausgemaxt. Es gibt nichts mehr, was wir noch höher pushen könnten. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich für die Stage 1 besser anbietet. Ich nehme jetzt mal einfach den Pike Beam raus und den Burst Laser rein. Das ist eigentlich, oder? Es ist eigentlich schnurzpiep egal. Aber komm, wir machen es jetzt mal so rum. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir jumpen jetzt nochmal hier zu diesem Beacon. Guck mal, was sich hier ergibt. Vielleicht finden wir noch hier irgendwas Tolles. Ja, prepare to fight the Rebel Ship. Okay, dann haben wir hier nochmal eine Begegnung. Push das mal. Okay. So, Burschen. Dann habt mal hier viel Spaß draußen. So, dann gehen wir mal hier hin, da können die ja mal ruhig krepieren und ersticken. Mad Bay machen wir mal gerade aus, obwohl, warte mal, zwei Punkte beim Teleporter reichen momentan. Ja, er hat eine 3er Mad Bay, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz ohne. Wir gucken mal, ob wir es schaffen. Gut, 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 gut. Ja, gut, der trifft. Der trifft. So, dann nehmen wir mal seine Waffensysteme auseinander. Und um auf Nummer sicher zu gehen, tarne ich mich mal. So. Na, das ist auch schön. Dann gehen wir hier hin und mach das Teil mal platt. Er will jetzt die Schilde reparieren. Ach, weißt du was? Komm, holen wir mal gerade die Jungs zurück. Der soll sich mal... So kann er sich ja nicht um das Feuer kümmern. Da gucken wir uns mal an, ob das Schiff nicht vielleicht irgendwie komplett in Flammen aufgeht. Das ist ja übrigens auch noch ein Quest oder ein Achievement, das ich noch nicht erreicht habe, jeden Raum eines gegnerischen Schiffes in Brand zu setzen. Und da gucken wir doch mal gerade ein bisschen zu. Komm, etwas schneller. Komm, komm, komm. Burn, Baby, burn. Ich meine, das schafft er natürlich nicht mehr, das unter Kontrolle zu kriegen.
Aber es könnte tatsächlich sein, dass wir hier das Achievement jetzt schaffen. Die Ausgangslage ist relativ günstig. Also der Teleporter ist auch im Sack. Ja, das Doofe ist natürlich nur, das Sauerstoffsystem darf nicht als erstes jetzt den Geist aufgeben. Ja, schade, weil sonst gehen die Feuer natürlich wieder aus. Hier zum Beispiel, da werden die Feuer jetzt gleich ausgehen, weil da kein Sauerstoff mehr drin ist in dem Raum. Da braucht man natürlich so ein, da wäre vielleicht so ein Firebeam gar nicht schlecht. Ja, der hat keine Chance mehr. Na komm, mach den Motor platt, mach den Antrieb platt. Ja, ich glaube, er wird das nicht mehr so ganz schaffen. Also kein Raum mehr, wo er hingehen kann. Komm, jetzt muss das Feuer aber hier überspringen. Nee, ist nicht dein Ernst, oder? Okay, dann gucken wir uns jetzt an, wie er erstickt. Weil rüber teleportieren ist ja jetzt blöd, oder? Okay, also ich glaube, für das Achievement braucht man dann definitiv entweder ein kleineres Schiff oder man braucht, oder warte mal gerade. Man braucht also definitiv ein kleineres Schiff oder man braucht, wie heißt's, sag schon, ein Firebeam oder eine Firebomb, das meinte ich. Okay, gut. Dann kontaktieren wir mal die Überlebenden und dann kriegen wir von denen auch nochmal Zeug. Hätte sogar sein können, dass wir von denen noch ein bisschen Reparatur bekommen. Das haben wir nicht gekriegt. So, okay. Also er fliegt danach hier runter. Wir fliegen jetzt, sollen wir jetzt diesen Beacon noch anfliegen? Also den können wir auch noch nehmen, ne? Jumps until the flagship is in range. Ja komm, wir machen den da noch und dann gucken wir mal. Okay, da ist nichts. Und dann jumpen wir jetzt hier runter, fangen das Rebellenflaggschiff ab. Okay Leute, und das seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles gut und sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!